Alright, Leute, da bin ich wieder. Ich habe eine Nacht drüber geschlafen und sehe es nicht viel hoffnungsvoller, als ich es beim letzten Mal gesehen habe. Das wird eine verdammt harte Nuss. Aber bevor ich zu viel rumheule, würde ich sagen, springen wir einfach mal weiter und gucken, ob die Taktik aufgeht. Mit der Breach einfach, okay, wir können ein paar Drohnenteile verkaufen. Das gibt uns die Chance, uns beim nächsten Shop ein bisschen schneller zu reparieren. Da unten wäre ein Store. Jetzt ist die Sache, wenn ich da hinspringe, komme ich nicht mehr früh genug zum Exit Beacon und wir hätten es mit Rebellen zu tun. Sorry, aber nein, nicht in unserer Verfassung. Auf keinen Fall. Was hätten wir denn hier? Ein Schiff, das wir eskortieren könnten. Wir werden dafür ein bisschen Schaden nehmen und nein, das kann ich nicht zulassen. Krass. Sie verpetzen uns und da sind die Rebellen. Da ich mir die Rebellen sowieso antun muss, kann ich auch gleich noch ein Beacon weiterspringen. Oh, das Spiel ist... Auf einmal verlässt mich all mein Glück. Da versuche ich mich schon... Was wird denn hier mit mir getan? Was war das? Nichts. Es gibt keinen Kampf, wir können ihnen nicht helfen, wir haben nämlich zu wenig Treibstoff. Da sind die Rebellen. Na dann gucken wir doch mal, was das uns bringen sollte. Sie haben einen Teleporter, 4 Schildpunkte. Oh. Aber wir müssen irgendwie versuchen, Gegendruck aufzubauen. Ich werde nicht durch die Schilde durchkommen, wir können ja mal gucken, was wir hier hinkriegen. Ich mach mal hier einfach auf. Eine Breach auf deren Waffen. Wo sind sie? Und hier mache ich auch auf. Ah, das wäre ein Treffer. Gleich sind unsere Waffen geladen. Ist unser FDL-Drive und wir können raus. Haben dann zwar immer noch 2 Leute an Bord. Bestimmt nicht zu den Rebellen, wir springen zu den Sultans. Und jetzt müssen wir uns erstmal diesen 2 Schwachköpfen entledigen. Na, macht es das Spiel von alleine? Ah, da kann der gute Pilot sich mal drum kümmern. Iwe macht das. Er zückt seinen Laser und sendet sie in die ewigen Jagdgründe. Naja, aber ganz entspannt gelöst. Ich warte jetzt mal kurz, da ist der Sauerstoff wieder. IWBT repariert sich und ist ja kein Angie, heilt sich natürlich. Aber das hat geklappt. Okay, die Rakete geht natürlich erstmal durch. Hat der Gegner zu krasse Waffen, könnten wir uns erst cloaken, dann mit einem getroffenen Rakete die Waffen, aber das ist auch alles nur so eine Halblösung. Wir haben sowieso kein Fuel und müssen gucken, wie es aussieht. Wir warten. Wow. Ein Angie. Ich quatsch sie an. Ne, und sie antworten uns nicht. Sie fliegen einfach weiter. Wenn ich jetzt kein Glück habe... Oh, yep. Für 2 Raketen kaufen wir uns 3 Treibstoff. Und wir können gerade noch so in diese Kurve fliegen, bevor die Rebellen kommen. Das wäre unser sicheres Todesurteil gewesen. Und schon wieder, wir haben keinen mehr, der sich an Bord wirklich entspannt um Angreifer kümmern kann. Der Breach erstmal. Ja, jetzt ist die Frage, rauf auf die Waffen? Ich glaube ja. Okay, Breach auf die Waffen. Und da, Türen also. Nun gut, dann bereite ich euch mal das Schiff hier vor. Oh, da wollt ihr hin. Kommt eine Rakete, ich weiche hier aus. IWB. Oh, muss weg da. Und das schnell. Gegnerischen sind... Ah, sie zerhacken uns natürlich jetzt das Cockpit. Die nächste Rakete. Wieder auf die Waffen. Komm, mach die Waffen klein. Mach sie klein. Da kriegen wir sie. Oh, was für eine Taktik. Was für eine merkwürdige Taktik. Wir kommen nach vorne. Breach auf die Schilde.
Und das klappt auch. Dann können wir die Basic Lasers anschmeißen. Na, sind sie geladen? Müssen wir der Rakete vorher ausweichen? Wir haben sie in der Luft zerhackt. Oh, es sind ihnen alle Rekruten abhanden gekommen. 58 Scrap. Na, das ist mal eine kleine Entschädigung. Gut, nehme ich mit. Und den geheiligten Store. Ja, bevor ich irgendwas anderes mache, hinder. Oh, gebt mir Rekruten. Schmeißt mir Rekruten vor. Ich brauche unbedingt welche. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Den Pre-Igniter kann ich mir nicht leisten. Ich könnte natürlich zwei Basic Laser verkaufen, aber... Nee. Dann haben wir zu wenig Feuerkraft. Geht leider nicht. Recharge Booster für einen FTL Drive bringt uns auch nichts. Nix da. Ich kaufe eine ganze Menge Treibstoff. Wir reparieren uns und den Rest behalten wir einfach und lecken unsere Wunden. Asteroidenfeld und Sultans. Dicke, fette Sultans. Den Breach erstmal rauf da. Wenn sie mit irgendwas kommen, ziehe ich mich einfach mal kurz aus der Affäre. Warte, bis die Breach Missile fertig ist. Da kommt sie. Zerhackt deren Schilde. Naja, wenn ihr keine Schilde mehr habt, komme ich halt mit meinen Lasern. Zum Beispiel einen dahin. 2 und 3 ebenfalls. Gut, und ein Asteroid mit ein bisschen Glück beendet das Spielchen. Nein, da warten sie auf unseren Laser. Ja, krass, jetzt weiß ich, was es ist. Die Rakete verändert meine Kampftaktik natürlich grundlegend und damit musste ich erstmal umgehen können. Ob das jetzt so bleibt und ich es irgendwie schaffe, mich hier durchzuschlagen, weiß ich noch nicht. Nichts zu holen, wir springen weiter. Mit nur 2 Rekruten. Da geht's weiter. Okay, ich warte erstmal schön auf die Bombe, die da kommen sollte. Was anderes muss ich nicht wirklich befürchten. Da kommt sie. Wir weichen aus. Unsere Breach kommt. Yes, trifft direkt. Oh, was war das für eine hässlich falsch getimte Salve Laser. Komm, lad den letzten. Oh, wenn sich jetzt nichts tut, brauchen wir schon wieder eine Breach Missile. Ich mag Raketen einfach nicht. Sie sind so wenig unterhaltsam. Ah, da kommen wir nicht durch. Keine Chance. Die geht daneben. Ich lade meine Breach Missile. Okay, die nächste Bombe können wir schon mal mit dem Cloaking schlucken. Da wäre sie nämlich. Die Gegner haben jetzt begrenzt Ressourcen, oder? War das nicht so? Bom. Nicht zerhackt. Okay. Aber ganz schnell mal, da kommen sie schon wieder mit ihrem verdammten Schild. Eingeladen, 2 geladen, 3 geladen. Und sie versuchen sich freizukaufen. Mache ich das? Das sind 23 Scrap, ist nicht wahnsinnig viel, aber ich will nicht, dass unser Fuel wieder ausgeht. Also nehmen wir das mal einfach an. Und springen weiter. Ich hatte das Gefühl, wir waren stärker, als wir unsere 4 Basic Laser hatten. Aber jetzt reicht's. Wieso habe ich das nicht eigentlich vorher schon gemacht? Ich brauche mehr Waffen und die kriegen wir so. Jetzt kann ich nämlich schon mal den Breach anschmeißen und 2 Laser. Das ist ein Anfang. Ja, es ist ein Anfang. Mit ein bisschen mehr kriegen wir gleich noch
den vierten dazu, oder ja, den an vierter Stelle. Send your crew, was haben wir denn hier? Fire Suppression. Dock and try to rescue the survivors. Sollen wir das wirklich versuchen? Wenn ich jetzt noch einen weiteren Rekruten verliere, ist der, der übrig bleibt, alleine. Aber wir brauchen Rekruten, wir brauchen sie so wahnsinnig dringend. Okay. IWB und Nova, verzeiht's mir, wenn's schief geht. Aber ich versuche jemanden rauszuholen. Und ich hoffe, keiner von euch geht drauf. 28 Scrap und Jones kommt an Bord. Oh Gott, danke FTL-Gott. Na dann. Jones, an die Triebwerke, bitteschön. Und Lana, bitte. Schnell. Verdammt schnell, so schnell wie du nur kannst. Wie viel Scrap brauche ich eigentlich für den nächsten Waffenpunkt? 25, 30 für Energie. Wohl, wir haben Energie. Wir brauchen nur noch 5, dann holen wir uns den. Und mal im Nebel vorbeigeschaut. Nichts, nada, niente. Die Stille ist förmlich greifbar. Und ein Gegner. Aha, Drohnen, Raketen, von allem etwas. Na, das kann ich leiden. Okay, erstmal ein Breach auf die Schilde. Schön gewartet, bis die Rakete kommt auf die gegnerische Seite. Bumm, die Breach fliegt. Trifft und wir holen uns ein bisschen was von ihren Waffen. Dann kann ich die Basic Laser vielleicht alle reinhauen. Ah, Rakete trifft, falls da oben Feuer ausgebrochen ist. Yes, Raketen sind weg. Sehr schöner Anfang. Wir könnten im Notfall wegspringen, wenn sie uns da zu sehr stressen. Schilde sind down. Wir kümmern uns um die Waffen und das war's. Dann kann ich auch einfach mal kurz wegspringen, um mich zu entspannen. Hier kann uns nichts passieren und unserer Blase aus Unsichtbarkeit. Da wäre der nächste Waffenpunkt. Hallo, willkommen an Bord. Zack. Breach. 3 Basic Laser. Ich stelle die mal am besten so. Dann können die geladen werden. Wenn der Breach feuert und trifft, habe ich gleich eine Salve, die losfliegt. Kann man machen. Wie geht's euch? Es geht allen gut. Weiter geht's. Haben wir noch Zeit, hier oben im Store vorbeizuschauen? Dann könnte ich mich noch einen Tick reparieren. Brauchen wir die Reparatur wirklich? Nee, da hole ich mir lieber noch den letzten Nebelbeacon. Oh, oh, oh. Ionen. Ammunition or Fuel? Ammunition or Fuel? Können wir es uns überhaupt erlauben? Kommt der Gegner damit klar? Kommen wir besser gesagt damit klar? Okay, ich feuer entweder mit Breach oder mit Basic Lasern und wir schnappen uns die Munition. Die ist nämlich teurer als der Treibstoff. Oh oh. Come on! Ach du Scheiße. Superschilde. Okay. Okay, wenn ich sowieso erstmal nicht durchkomme, können wir das mit Basic Lasern lösen. Nämlich so und so. Wir brauchen ein bisschen Sauerstoff. Wir brauchen... Wow, 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 wow. Mehr Power. Na, ich glaube, ich sollte wegspringen. Das ist hart. Ah, das klappt nicht. Ab. Oh, Kappa wird schon wieder nervös. Ne, Leute, ich glaube, ich verzisch mich. Okay, na, mal gucken. Ein Treffer geht noch gerade so. Pike Beam ist mir ziemlich egal. Erstmal alle Waffen laden, da sind sie. Okay, wir sind nicht durchgekommen, aber es ist gut für unser Training. Laser sind am Start. Komm, hau die Schilde runter. Wir treffen halt auch nicht. Wer nicht trifft, verliert. Ja, ja, ich weiß, Sauerstoff ist verdammt
verdammt niedrig. Ein Treffer hat nichts gebracht. Oh, 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 oh. Oh, ich muss weg. Nee, das wird nichts. Okay, sobald das Cockpit da ist, wir müssen Sauerstoff reparieren. Kappa, konzentrier dich, du musst einfach nur hier wegspringen. Dann schaffen wir es. Einfach nur, okay, Cockpit ist da, ich spring zum Exit-Beacon. Nächstes Problem, Sauerstoff. Unten auf 20%. Schnell dahin, schnell, schnell, schnell. Alle hin zum Sauerstoff, reparieren, Energie rein. Mann, Mann, Mann. Schnuppert die kühle Luft. Wie geht's euch, Jones? Kleine Verletzung? Okay, wäre überstanden. Ihr braucht auch noch was. Jones zurück an den, ans Triebwerk. Nova, einer der letzten zwei überlebenden Subscriber, ran an die Waffen. IWB ans Cockpit. Oh, 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 oh. Ob das noch gut gehen kann, ich weiß es ja nicht. Exit. Oder? Noch schnell beim Store vorbei. Wir können es uns erlauben. Können wir? Wenn wir jetzt rausspringen, sind sie da. Können wir. Schnell zum Store, ein bisschen reparieren. Wer weiß, wann wir den nächsten Store finden. Zu verkaufen haben wir nichts. Ja. Und reparieren. Noch einen Punkt. Wir haben, ja, ach komm, ein bisschen Treibstoff. Und was ist da oben los? Ach, wir haben noch ein Loch da. Nun gut. Dann gehen wir mal schnell reparieren. Sondern sollten, will man nicht wirklich in einen Raum ohne Sauerstoff schicken, aber ihr müsst da mal aushelfen. Genau, Jones, du bist schon fast am Anschlag. Da habt ihr's. Na, es ging doch schneller, als ich dachte. Bom. Pilot nach vorne. Und ab dafür. Zack. Bloß raus hier. Die letzten Sektoren waren mir nicht gut gesonnen. Wir wollen mehr Glück im Sultan-Sektor. Naja, wirklich? Mit Superschilden bei unserer Ausrüstung? Ich weiß ja nicht. Okay, das Einzige, worauf ich mich konzentrieren muss, wenn ein Superschild da ist, schön meine Basic Laser draufballern. Muss ich mir wirklich persönlich Nachhilfe geben, damit ich hier nicht den Überblick verliere. Da... Ach du meine Güte. Wir haben zwei Sultans an Bord. Die sind zerbrechlich wie nichts und wir haben da einen riesigen Mantis-Bomber mit Teleportern. Was mache ich? Ich starte den Kampf und spring weg. Warum? Um Zeit zu gewinnen. Um verdammt nochmal Zeit zu gewinnen. Ich kann ja in den Räumen hier schon mal... Ach was, ihr springt direkt da nach vorne. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Bom. Okay, ein paar der Waffen außer Kraft gesetzt. Jetzt versuchen sie sich da frei zu hauen. Wir lassen den Sauerstoff raus, so gut es geht. Wir schießen weiterhin ihr hässliches Drecksschiff. Bam! Okay, keine weiteren Breaches. Wir kriegen sie auch so. Oh yes! Wahnsinn! Wenn das mal nicht geil war. Wir kriegen Treibstoff. Das ging viel, viel schneller, als ich dachte. Die Sultans mussten noch nicht mal weg von ihrem Ort. Okay, solange ich Raketen habe, kriegen wir sowas hin. Cockpit gleich repariert. Und ab dafür, weiter geht's. Immer noch quer durch. Was ist das? Ist das der sechste Sektor? Ich glaube der sechste. Da hätten wir es. Ne, Drohnenteile brauchen wir bestimmt nicht. Wir fliegen einfach mal so weiter. Da oben wäre ein Store, falls uns noch was passieren sollte. Asteroiden. Und wow, 4 Schildpunkte und ein Superschild. Na gut, Basic Laser feuert los.
Nee, den Breach spare ich mir erstmal. Ups, da kommt was. Okay, wir sind durch Superschild. Breach feuert auf die Schilde. Da sind es nur noch 4. Ich versuche, einen durchzukriegen, um irgendwas von ihren krassen Waffen zu zerlegen. Nein, leider nicht. Leider nicht. Aber einfach weiter so. Yes! Wir machen sie extrem verwundbar für Asteroiden. Ich will keinen weiteren Breach einsetzen. Wir können der Waffe auch einfach so ausweichen. Nämlich machen wir es einfach mal so. Repariert wird nebenher auch. Sweet. Ah, ich habe das Gefühl, wir sind auf einem aufsteigenden Ast. Nicht, dass sich irgendwas maßgeblich an unserer Ausrüstung geändert hätte. Aber ich werde ein bisschen entspannter, was den Kampfstil angeht. Jones geht's auch gut. Wir sind wieder bei 100 Scrap. Das nächste, was ich angehe, ist der 4. Schildpunkt. Hallo, Angies. Ihr habt nur Beams? Ach so, und einen kleinen Laser. They refuse all hails. Na dann, aber wir kommen... das ist ja mal hässlich. Wir kommen auch nicht durch bei ihnen. Keine Chance. Nö, da muss ich einfach wegspringen. Denn wenn wir unsere Rakete abschießen, kriegen uns die Defense-Drohnen. Pah. Ein Angie, der zwar nichts ausrichten kann, aber wir auch nichts bei ihm ausrichten können. Na, dann springen wir mal weiter zum Store. Und ich guck einfach mal, was es hier so gibt. Automated Reloader, um 15% schneller zu schießen. Bringt uns bei der Waffenkombination nicht so viel. Klar wäre es schön, wenn der Breach schneller ist. Aber... naja... hole ich mir beides hier, Reloader und Shield Charge Booster, und wir verschieben den 4. Schildpunkt. Was mache ich? Erstmal so oder so, komm. So, damit wäre sowieso nur noch eins kaufbar, dann kann ich mich hier mal reparieren. Ein Reloader, dann bin ich 15% schneller im Schießen. Naja, es bringt schon was, ach komm. Machen wir es einfach, wir schießen die Rakete früher los, machen früher Schaden, die Basic Laser, die ohnehin schon schnell sind, sind noch schneller, na klar bringt es. Sei nicht so pessimistisch, Kappa. Freu dich auf den Endkampf. Wenn wir denn hinkommen. 10 Scrap übrig, kein Gegner. Wir wursteln uns weiter quer durch die Sektoren. Participate in the study, wir kriegen 35 Scrap geschenkt. Auch das nehme ich gerne mit. Na, ein Asteroidenfeld. Da es mir gerade gut geht, mache ich's mit und krieg nichts dafür, außer einen feuchten Händedruck. 1, 2, 3 Beacons hier raus. Wie viel können wir uns dann noch erlauben? Wenn ich hier hinspringe, kann ich schnell genug raus. Den Store brauche ich nicht. Naja, Treibstoff ist mal so eine Sache. Ach, gucken wir doch einfach mal, was hier passiert. Aha. Viele Raketen und wir haben Cloaking. Also, kriegen wir hin. Oh, 2 Drohnen. Da kommt eine. Okay, ich weiche der schon mal aus. Vielleicht hätte ich auf die andere warten sollen. Und Daumen drücken. Ja, die fliegt vorbei. Perfekt. Da ist die Breach. Oh, wir werden getroffen. Oh oh. Es wird bitter, bitter, bitter. Oh, ich muss weg hier. Komm, holt euch irgendwas. Okay, eine Drohne weniger. Breach ist fertig. Rauf auf die Waffen. Einfach nur, es hat gerade Nova zerlegt. Nein, Nova ist noch da. Oh Gott, 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 Gott. Jones hat's zerlegt. Ein Treffer mit einer Rakete, weg war er. Es kommt eine Rakete geflogen, trifft uns nicht. Oh Gott.
Und es sind schon wieder nur zwei. Was habe ich denn für ein Pech? Aber dass wir überhaupt so weit kommen, ist ein Wunder. Es ist echt ein Wunder. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Sultan mit einer Rakete verloren zu haben. Das geht halt echt fix. Puh. Aber, naja, wir sind nicht ganz wehrlos. Die Breach bringt uns so gut wie durch alle Schilde, selbst bei einem 4-Schild-Gegner. Wir haben Basic Laser gegen die Superschilde. Ich versuch's mir zwar nicht schöner zu reden, als es ist, aber entweder der Kampf läuft extrem gut oder extrem schlecht. Wir haben ihn zwar gerade überlebt, aber in meinen Augen lief er gerade sehr schlecht. Zwei Angriffsdrohnen sind halt auch echt eine fiese Sache. Und im Nachhinein bin ich froh. Nova, die Sache ist, unsere Ausweichchance leidet halt so ein bisschen. Wir sind jetzt wieder, was, runter auf 37% oder sowas? Ich muss mal kurz nachgucken. 30%, oh Gott. Wir können es auch... Oh. Naja, schauen wir mal, ob wir hier einen Rekruten in den Hals geschmissen kriegen. Nein, leider nicht. Wir können uns keine Drohnenkontrolle leisten. Also wir könnten sie uns leisten, aber dann kann ich mir keine Drohne leisten. Also nicht. Wir trappen gerade so ein bisschen auf der Stelle, weil ich zu viel Scrap durch Reparatur verliere. Ja. Weiter geht's. Ein Fuel gegen 4 Raketen. Sehr gutes Scrap-Verhältnis. Ich mach das mit. Wir springen zum Exit-Beacon. Und ich lass mich überraschen. Wo geht's hin? Next Sector. Oh. Da hat der gute Kappa wohl nicht aufgepasst. Was? Wir sind schon beim Last Stand? Wir haben's mit diesem Schrottding bis hierher geschafft. Puh. Na dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Und lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was ihr davon denkt. Schaffe ich's mit diesem Schiff... 3 Schildpunkte, eine dicke Rakete, die extrem viel Schaden macht, die natürlich direkt auf die Schilde des Bosses gehen. Was bleibt dann übrig? Ein Schildpunkt, den ich mit ein paar Lasern weiter durchkriege. Wir können nicht rüberspringen, haben also ein Problem mit seinen Raketen. Wahrscheinlich muss ich sogar eine Breach erstmal auf die Raketen des Bosses schicken. Oh. Viele, viele Baustellen. Aber es ist interessant. Und das ohne Pause? Klar, ist es schwieriger. Oh Gott, was habe ich mir da angetan? Egal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Fresh Kappa ist raus. Ciao, Leute.